Ja, herzlich willkommen zu diesem Interview mit dem lieben Matthias Nuriga. Matthias ist sicherlich einer derjenigen im österreichischen, im Alpenraum, an dem du vorbei musst, wenn du vorne bei den Radmarathons eine Platzierung fahren willst. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass sich Matthias heute mal die Zeit genommen hat, um mit uns auf Speedville über sich zu sprechen, wo kommt er eigentlich her, was ist so sein Geheimnis. Der Matthias zerlegt ja im Prinzip gerade so die Jedermann-Szene, wenn ich mir die Ergebnisse angucke. Und genau, jetzt würde ich eigentlich mal ganz gerne an dich übergeben, Matthias. Magst du dich den Zuschauern, den Lesern einfach mal kurz vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Privat, beruflich? Ja, hallo zusammen. Ich bin der Matthias Notecker. Ich komme gebürtig aus Bregenz in Österreich am Bodensee. Bin aber vor ungefähr 9,5 Jahren nach Gran Canaria umgezogen. Das heißt, ich bin nicht ausgewandert, weil dieser Ausdruck nämlich einen sehr faden Beigeschmack hat von der Fernsehsendung. Wir sind einfach umgezogen. Goodbye Deutschland. Ja, genau. Siehst du da ab und zu welche, wenn ich dich kurz unterbrechen darf? Ja, ich kenn da einige, die in der Fernsehsendung kommen, und ich weiß auch ein bisschen mehr über die Fernsehsendung, Ja. das man jetzt, glaube ich, hier nicht sagen darf. Okay. Aber ja, darum sage ich auch immer explizit, wir sind umgezogen. Ja. Und ja, weil ich 98 das erste Mal in Gran Canaria trainieren war. Ich war sehr begeistert, dass man dort im Winter eigentlich in kurzer Hose und im T-Shirt fahren kann. Und das war für mich zu dieser Zeit nicht vorstellbar, weil ich war halt Österreicher und da war der Winter immer kalt und nass und das hasse ich. Und ich habe dann auch immer von Oktober bis März auf der Rolle trainiert, und das Ein weiß Krampf. jeder, das ist wahnsinnig hart und langweilig und nervig. Und dann war ich das erste Mal mit Kollegen in Gran Canaria, und das hat mir gefallen. Und dann war ich jedes Jahr 6 Wochen in Gran Canaria. Und ich habe auch gleich nach dem ersten Aufenthalt zu meinem Papa gesagt, irgendwann will ich dort mal wohnen. Und er hat zu mir gesagt, ja, Sohn, geh du zuerst mal arbeiten und mach mal ein normales Leben. Und dann kannst du in den Urlaub und vielleicht in der Pension. Und dann Ja. denke ich, ich warte sicher nicht bis in der Pension. Also Und österreichisch für Rente auf Deutsch, Ja, oder? genau, Genau. für die Rente. Und weil, ja, ich wollte halt jetzt leben. Und dann 2009 habe ich dann den Entschluss gefasst, so, dieses Jahr wird umgezogen, habe hier alles abgebrochen, gekündigt, meinen Job, und bin runtergegangen. Okay, darf ich fragen, welchen Job hast du damals gemacht? Was warst du? Ich bin Elektrotechnik- und Maschinenbauingenieur eigentlich. Weil mein Papa immer gesagt hat, man muss was Gescheites lernen im Leben. Das habe ich dann halt gemacht, ob das jetzt gescheit ist oder nicht. Und ich habe aber vom ersten Moment im Büro an mir meine Arbeitskollegen gesehen, und da wusste ich schon, dass ich das nicht machen will, bis ich 65 bin. Ja. Und ich habe neben meiner sportlichen Karriere, hatte ich die Möglichkeit, über meinen Trainer in der Heeressport- und Nahkampfschule, also das ist bei euch in Deutschland einfach das Bundesheer, das Leistungszentrum, da hatte ich die Möglichkeit, das Training von Athleten zu beobachten und auch die Leistungsdiagnostik. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich ihn gefragt habe, ob ich nicht ein bisschen was mitlernen könnte, beziehungsweise ich habe einfach die richtigen Fragen gestellt. Er hat es mir dann beantwortet. Und dann bin ich da reingewachsen, habe dann sehr, sehr viel Zeit, weil ich habe nur 60% gearbeitet. Einfach aus zwei Gründen. Nummer eins, für den Radsport. Nummer zwei, wenn du das einmal gemacht hast im Leben, dann wirst du merken, dass die Freizeit wesentlich wertvoller ist im Vergleich zum Verdienst. Und das war mir wichtiger. Und dann habe ich halt an Ruhetagen den ganzen Nachmittag da oben verbracht, Abende, und habe über, das waren es, 8 bis 9 Jahre dort einfach extrem viel über das Thema Training, Leistungsdiagnostik gelernt. Habe dann auch noch nachträglich die Kurse gemacht, dass man die Zettel hat, die man halt braucht. Und eben am Anfang 2009 habe ich ihn dann gefragt, den Julius,
ob er einverstanden wäre, wenn ich nach Gran Canaria gehe und jetzt mein eigenes Ding mache. Dann hat er gesagt, das ist die beste Idee überhaupt, ich soll gehen, ja, weil er auch aufhören wird im Leistungszentrum. Mhm. Und genau, dann habe ich den Entschluss gefasst, habe das unten schon mal vorher abgecheckt, wo ich dann zusätzlich noch ein bisschen arbeiten kann, um mir was aufzubauen, um einen Verdienst zu haben, ja, dass ich nicht meine Ersparnisse verballere. Ja. Spannend. Ja, und dann haben wir schon, ich habe dann schon vorher Spanischkurse besucht und Privatlehrer für Spanisch, und wir haben uns schon eine Wohnung ausgesucht in einem Urlaub vorher und ein Auto gekauft und das halt richtig, sagen wir mal, sehr, sehr solide und strukturiert aufgebaut. Also 2009 bist du im Prinzip nach Gran Canaria rübergegangen. Ja, genau. Umgezogen. Genau. Wie viele Monate im September. Ja, wie viele Monate im Jahr lebst du jetzt, weil du jetzt gerade in Österreich bist? Wie viele Monate im Jahr lebst du auf Gran Canaria? Ja, also bis heute waren es eigentlich jetzt 9 Jahre quasi durchgehend. Okay. Ich war im Sommer nur, ich bin hergeflogen am Samstag, bin den Glocknerkönig gefahren, bin am Montag wieder heimgeflogen. So war das die. Ja, okay. Ja. Du bist jetzt gerade auf Gran Canaria? Nein, so war es die letzten Jahre. Ach so, früher. Jahre. Okay. Jetzt bin ich, dieses Jahr bin ich das erste Jahr durchgehend hier, also im Sommer. Und, okay, und da bin ich dann auch einfach für die Transalp 3 Tage vorher hergeflogen, Transalp gefahren, am nächsten Tag von der Transalp wieder heim. Also kurz die Konkurrenz weggeputzt und dann wieder nach Hause. Ja, 2005 habe ich auch Schläge bekommen bei der Transalp, aber das war mein eigener Fehler. Ja. Das funktioniert nicht immer alles so, wie man will. Okay. Nein, und dieses Jahr haben wir jetzt das allererste Jahr gesagt, komm, machen wir mal den ganzen Sommer in Österreich. Okay. Du und deine Frau Carmen, gell? Genau. Okay. Die Carmen. Und ja, jetzt haben wir eben ich telefoniere jetzt hier mit dir aus der Leistungsdiagnostik in Bregenz. Ich kann es dir mal zeigen hier. Hier ist, okay, hinten sieht man den Prüfstand. Wo ist der Matthias Brändle? Der ist gar nicht da. Nein, der Matthias, der hat heute einen lockeren Tag. Wir waren gestern zusammen fahren und morgen gehen wir wieder fahren am Nachmittag zusammen. Genau. Okay, cool. Ja, du, das war eigentlich auch schon so meine erste Frage, wie viele Monate im Jahr du im Prinzip auf Gran Canaria lebst. Die Frage hast du ja beantwortet. Dieses Jahr ist so der erste Sommer, wo du im Prinzip mehrere Monate in Österreich bist. Genau. In Vorarlberg. Ja, nur aus dem einen Grund, weil wir jetzt eben hier die Leistungsdiagnostik, ja, über den Sommer aufgemacht haben. Ja. Genau. Okay. Das ist der Grund, warum wir jetzt eigentlich den ganzen Sommer durchgehend hier sind. Also jetzt ist der Plan so, ein Viertel vom Jahr hier, das wären die paar Sommermonate, und 3/4 vom Jahr unten. Okay. Okay, du sprichst fließend Spanisch. Wie lange hat das eigentlich gebraucht, würde mich mal interessieren, bis du das so fließend hinbekommen hast? Boah, das war sehr, sehr schwierig, das Thema Spanisch, weil das muss man mal probieren, eine neue Sprache von null zu lernen, ja, weil in der Schule haben wir alle Englisch gehabt und dann hat man halt schon früh angefangen, da ein paar Worte, da ein paar. Und dann, wo wir begonnen haben, im Ende von 2008 Spanisch zu lernen, in Kursen, war das sehr nüchtern, weil wir sind dann drinnen gesessen und ich habe nichts verstanden, nicht ein Wort. Und das war, ich bin mir so dumm vorkommen und meine Freundin auch. Und dann sage ich nach dem Kurs zu ihr, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach so blöd bin oder ob die anderen so gescheit sind, aber ich habe nichts verstanden. Und dann sagt sie zu mir, ja, sie auch nicht. Und ich, boah, Gott sei Dank. Sag du. Und dann kamen wir erst später drauf, dass alle, die in dem Kurs waren, diesen Kurs schon einmal gemacht hatten, aus dem einen Grund, weil sie nichts verstanden haben. Und dann waren wir entspannt. Das heißt, wir haben dann halt zweimal den Einserkurs gemacht, dann einmal den Zweierkurs und dann halt, wo es wirklich so war, dass wir wussten, okay, wir fliegen am 5. September nach Gran Canaria, haben wir dann noch einen Privatlehrer schiert über den Sommer und waren dann noch beim Privatlehrer. Und genau, dann haben wir gemeint, dass wir wirklich Spanisch können, sind dann runter, konnten die ersten Behördengänge alles alleine machen, das hat geklappt, aber es war schon mit Händen und Füßen. Okay. Und es hat dann effektiv
4 Jahre gedauert, bis ich wirklich annehmbar Spanisch konnte aus heutiger Sicht. Okay. Weil Sag du. Die ersten 2 Jahre habe ich halt rein mit Ausländern gearbeitet und da ging nichts. Carmen hatte dann schon Kontakt mit Nachbarn, also mit Einheimischen, und die war wesentlich schneller weiter vorne. Und bei mir war es dann erst so, wo ich unten wieder angefangen habe, 2011 Mountainbike-Rennen zu fahren und diese zu gewinnen, kamen dann die Leute auf mich zu und sagten, du Trainer und so weiter. Und ich war gestanden, hallo, das war das Einzige so. Und dann halt die ganzen Diagnostikbegriffe. Das kam dann aber wahnsinnig schnell. Da habe ich in einem halben Jahr einen Riesensprung gemacht. Und so nach 4 Jahren, sage ich, war das aus heutiger Sicht annehmbar. Aber okay. Nach 9,5 Jahren lerne ich immer noch dazu. Also das ist halt so. Ja. Es kann, glaube ich, du warst von deiner Verbindung her eben so ein bisschen ruckelig vom Internet her. Ich hoffe, die Zuschauer verzeihen uns das. Und es behebt sich gleich wieder. Aber was mich mal interessieren würde, ist, du bist als um die 30-jähriger Österreicher, bist du nach Gran Canaria gekommen. Da bist du wahrscheinlich erstmal so der Zugezogene, der Ausländer, der, keine Ahnung, sprichst wenig Spanisch. Wie lange hast du gebraucht, bis du dich so richtig heimisch gefühlt hast, richtig wohl gefühlt hast? Wie viele Jahre sind da quasi auf die Insel gegangen? Ja, heimisch habe ich mich vom ersten Tag an gefühlt. Das ist überhaupt kein Thema, weil durch den Sport und durch das viele Reisen schon in Österreich ich ein, sagen wir mal, relativer Einzelgänger war. Okay. Und meine Frau hat dann immer zu mir gesagt, sei nicht so ein Eremit. Wobei ich mag das super gern. Ich kann auch 3 Wochen irgendwo alleine sein. Das ist gar kein Problem. Ich war auch schon 5 Wochen alleine in Hawaii. Okay. Also da geht mir nichts ab. Mhm. Und ich kam auf die Insel, das war so wie immer, ich kannte ja schon jeden Millimeter. Mhm. Ich kam heim. Das hat von der ersten Sekunde an gepasst. Mhm. Okay. Ich hatte dort auch schon einheimische Freunde, Spanier, die ich vom Training halt kannte. Das hat gepasst. Wir kamen am Sonntag an und ich ging dann am Mittwoch, weil die ersten paar Tage brauchte man, um die Wohnung einrichten. Mhm. Aber ich ging am Mittwoch schon mit einheimischen Kumpels Radfahren. Also das hat gepasst. Genau, darauf wollte ich hinaus. Du bist im Prinzip, dein Anknüpfungspunkt an die Locals war im Prinzip der Radsport. Über den Radsport hast du sozusagen den Anschluss gefunden. Ja, das ist super, weil der öffnet dir in der ganzen Welt alle Türen. Du findest immer irgendwelche. Es ist egal, ob ich in Hawaii war oder in Los Angeles oder sonst wo. Mhm. Da gehst du Radfahren, du triffst Leute, du kannst sofort mit denen reden, nur übers Radfahren, also über den Punkt Radfahren. Und du findest sofort Kontakt und das ging super easy. Okay, cool. Du, Matthias, ich habe mir dann noch mal so ein bisschen was notiert hier. Du hast 2 Jahre das Jedermann-Team des Tourmagazins trainiert. Du trainierst den Matthias Brändle, den ich persönlich auch, den ich auch kenne. Ich habe mal beim Arlberg Giro mit ihm ein Interview geführt. Da war er im Rahmen des Kriteriums. Super sympathischer Kerl. Da müssen wir aufpassen. Den Matthias Brändle trainiere ich nicht. Ja. Das steht auch nirgends so. Mhm. Der Matthias Brändle war diesen Frühling bei mir bei der Leistungsdiagnostik, weil seine Form war nicht so, wie er wollte. Und er wollte nachschauen. Und ich habe den Fehler dann gefunden. Ich gebe ihm Trainingstipps. Okay. Wir sind sehr, sehr gute Freunde. Mhm. Aber offiziell wird er vom Team aus trainiert. Okay, gut. Und da baut sich mir so dieses Bild auf, dass du natürlich einer der absoluten Trainingsexperten bist. Du hast sicherlich ein sehr, sehr gutes Know-how über den Radsport, über spezifische Training. Hast du dir das Learning by Doing selbst angeeignet oder hast du selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht? Kannst du uns mal diesen Punkt kurz erläutern? Ja, wie vorher gesagt, ich durfte über 8 Jahre lang von meinem Trainer, vom Dr. Julius Benke, der eigentlich der
einer der berühmtesten Sportwissenschaftler in Österreich ist, lernen. Und er ist mein Mentor und wir sind immer noch jede Woche in Kontakt. Und dann habe ich natürlich, um offiziell alle Papiere zu haben, die Trainerausbildung noch gemacht. Okay, welchen Schein ist, hast du jetzt, A-Lizenz oder B? In Österreich ist das anders, da gibt es einfach nur den Trainer. Okay. Ja. Und ja, wobei, um diesen Schein zu machen, das war dann schon etwas lustig, weil das ist alles sehr, sehr einfach gehalten, im Gegensatz, was ich 8 Jahre lang davor gelernt habe. Okay. Gut. Dann hatte ich mir noch notiert, dass du, hast du einen Elite-Hintergrund, weil jetzt bist du einer der führenden Jedermänner, aber hast du mal im Lizenzbereich im Rennen gefahren? Ja, ja, ich bin lang Mountainbike Cross Country in der Schweiz gefahren und dann auch in Österreich Elite Straße. Okay. Und die letzten, keine Ahnung, 7 Jahre Elite in Spanien. Okay. Bin ich auch gefahren, unter anderem Elite Rundfahrten und ja, so weiter. Ist das diese Fudenas Gesamtsieger? Ist das in Spanien gewesen? Ja, das ist aber Mountainbike-Rennen. Okay. Und das ist so das Größte, was die Kanaren an Rennen zu bieten haben. Ja. Und ist sogar einer der größten Marathons von Spanien. Okay. Wie würdest du die Radsportszene auf Gran Canaria oder auf den Kanaren so einordnen? Kann man da eine Aussage treffen? Ist es härter als in Österreich? Nicht härter? Was ist so dein Eindruck? Die Dichte ist nicht, also die Leistungsdichte im vorderen Bereich ist nicht so hoch wie in Österreich. Okay. Aber es ist eine sehr schöne familiäre Szene und es sind schon viele am Start. Also bei Fudenas waren letztes Jahr auf der richtigen Strecke, auf der langen, waren auch über 1000 am Start. Ja. Und da sind dann auch schon 25 richtig gute dabei. Mhm. Und sagen wir mal so, es ist etwas familiärer in den Kanaren wie hier, aber die Konkurrenz und der Kampf ist genau gleich. Okay, okay. Würdest du mir, ich wiege gerade, glaube ich, ca. 86 Kilo, ich bin kein Leichtgewicht, würdest du mir einen Rennradurlaub auf den Kanaren empfehlen oder wäre das für mich wahrscheinlich zu hügelig? Ja, in Gran Canaria ist nichts hügelig, da ist bergig. Bergig, okay, ja. Und wir haben vielleicht in Summe, wenn man es hochrechnet, so ungefähr 50 Kilometer, die flach sind. Ja, das ist nicht so dramatisch, das Gewicht. Das ist immer die Frage, mit welcher Übersetzung kommst du runter. Wenn du mit 32 runterkommst am Rennrad, dann kannst auch du unten einen gemütlichen Tag fahren. Du musst dann halt deine Geschwindigkeit so weit reduzieren, dass die Herzfrequenz im richtigen Bereich ist und dann geht es. Ich hatte das jetzt, ich war mit einem Kumpel am Comer See und da, das ist ja so ein bisschen, fand ich, so wie in Südtirol, wenn du aus diesen Tälern rauskommst, bist du sofort in einem übelst krassen Anstieg, also für mich übelst krass, war gefühlt immer zweistellig und da habe ich das Mehrgewicht, also ich bin Papa geworden letztes Jahr und ich komme nicht mehr so auf das Rad, habe Gewicht zugelegt und da habe ich genau dieses Mehrgewicht extrem gemerkt. Also da war meine Herzfrequenz ja schlagartig auf 170 plus und ich habe gerade so langsam pedaliert, dass ich nicht umgefallen bin und da habe ich für mich so gesagt, okay, komm, jetzt musst du was tun, jetzt muss das Gewicht runter, weil das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Ich bin ja übrigens so wie du letztes Jahr auch beim Ötzi an den Start gegangen. Ja. Hab ihn aber gefinisht. Ah, du nicht, habe ich dir einen voraus. Ja, das, was war da los? Ich habe ihn noch nie gefinisht. Warum bist du letztes Jahr nicht? Hat es einen technischen Panne oder was war los? Ich hatte ein technisches Körperdefekt, ja. Okay. Und wie viele wissen, ist ja, dass ich mein eigenes Eiweißpulver und Kohlenhydrat herstelle. Und da hatte ich mich verkalkuliert und bin leer gelaufen. Okay, wo war das bei dir? Richtig. An welcher Stelle? Dabei, wie heißt es jetzt nochmal schnell? Weil man ins Timmelsjoch reinfahrt, kommt doch da nochmal so eine kleine Ortschaft. Da bin ich komplett. Ich glaube, das ist nicht Sterzing, oder? Nein, Sterzing ist unten. Moos, genau so heißt es. Okay. Ja, Moos hatte ich einen kapitalen Motorschaden.
Ich hatte So kann man das malen. das ganze Timmelsjochen-Kapitalen Gehirnschaden. Also, Ja. das war für mich zu krass, auf jeden Fall. Okay, ich würde gerne gleich nochmal so über deinen Shop, deine Dienstleistungen zu sprechen kommen. Du hast ja mit Nom Sports Food, bietest du ja deine eigene Sportnahrung an. Da würde ich gerne nochmal ein paar Sachen mit dir kurz, oder dass du es einfach mal vorstellst, dem interessierten Zuschauer oder den interessierten Lesern. Vorher würde ich aber ganz gerne über deine, ja, ich habe mich natürlich auch mit Matthias Notegger ein bisschen beschäftigt und geguckt, okay, ich kannte dich übrigens erst von der letztjährigen Tour de Kärnten. Okay. Da warst du mit dem Steinkeller, glaube ich, immer auf Platz 1 und 2. Und mein Kumpel, der Jonas Lefmann, der hat sich, glaube ich, bei der einen oder anderen Etappe mal versucht, mit euch zu duellieren. Und da ist mir der Name das erste Mal so aufgefallen. Und habe natürlich dann auch gesehen, jetzt in den Folgemonaten und auch in den ersten Rennen dieses Jahr, dass der Notegger der Mann ist, den man, glaube ich, schlagen muss zurzeit, als jeder Mann im Alpenraum. Wie kam das, dass du deinen Fokus so auf diesen Jedermann-Bereich gelegt hast? Lange Rede, kurzer Sinn. Ist das so ein bisschen für dich auch eine Art Marketing für deine Coaching-Dienstleistung? Kurze Antwort: Für Elite bin ich zu alt, weil ich jetzt dieses Jahr ja 40 wäre, so wie du auch. Oh Gott. Ja, dieses Jahr haben sie mir bei der Tour de Kärnten schon in Ü40 eingeteilt und ich bin 39 und das ist echt eine Schweinerei. Und ja, das ist der Grund. Ich kann es nicht lassen, weil es mir Spaß macht. Die Radmarathons sind attraktive Rennen. Man trifft die Leute, die man von der Transalp seit Jahren kennt. Das ist our family. Da hat man auch seine Kumpels und hat einen Spaß. Ja, ganz sicher spielt der Marketingfaktor auch mit, weil ich sage immer, wer will von einem fetten Trainer trainiert werden, der nicht das Abbild eines Radfahrers ist? Na klar, gehe ich dahin. Will er gute Performance abliefern, will auch optisch in Shape sein, dass die Leute auch sagen, okay, komm, Es schau, ist authentisch. der schaut wenigstens aus wie ein Radfahrer, passt, der fährt auch, der weiß was über Taktik. Ja, okay. Okay. Gut. Dadurch, dass du natürlich auch so dominant bist, das Thema muss ich mal kurz ansprechen. Gibt es natürlich auch die ein oder andere kritische Stimme. Also Leute, die sagen, wie kann das mit rechten Dingen zugehen? Der Notegger zerlegt sie alle. Wirst du auch, sage ich jetzt mal, bei den Rennen auf das Thema angesprochen, dass ob du dopst oder nicht, ist das ja, wirst du damit konfrontiert oder ja, wie ist dein Thema da? Also ja, bei den Rennen hat niemand die Eier, um mich direkt darauf ansprechen. Das wäre mir wahrscheinlich das Allerliebste. Es wird im Hintergrund gemunkelt, Ich habe das es im weiß ich Tour, ja, ich habe es im aus den Tourforum. vergangenen. Ich habe vorhin mal so ein Ja, bisschen ja. recherchiert und da im Tourforum, da hast du ja, glaube ich, den Emanuel Buchmann bei irgend so einem Anstieg bei euch da in Bregenz, glaube ich, versenkt, was heißt versenkt, um ein, zwei Sekunden geschlagen. Ja. Und da kommen natürlich sofort Stimmen, die sagen, das kann doch, ja, der Jedermann, wie kann er den Profi schlagen? Was macht das mit dir? Hast du das Gefühl, du musst dich ständig rechtfertigen oder wie ist das für dich? Ja, zuerstens ist es sehr verletzend für mich persönlich. Also ich kann das jetzt mal ehrlich sagen, mir tut das wahnsinnig weh. Also vor Jahren oder das ist ja eigentlich schon die ganze Karriere, muss man sich dann immer wieder mal, sobald man vorne ist, ein gutes Ergebnis fährt, muss man sich das mit dem auseinandersetzen. Nicht nur ich, ein Bernd Hornetz, ein Spögler, ein wer auch immer, wer vorne ist, muss sich, ein Klaus Steinkellner, alle möglichen müssen sich mit dem auseinandersetzen. Wer was gemacht hat oder nicht, kommentiere ich nicht, das ist mir auch wurscht, aber das trifft alle genau gleich. Und mich hat das anfänglich schon mein ganzes Leben lang sehr, sehr verletzt. Mittlerweile kann ich besser damit umgehen, weil ich weiß, dass es einfach so ist, dass es Leute gibt, die stänkern, neidisch sind. Dieser Kommen,
das war, wenn du das ansprichst, das war ganz, das ist ja ganz ein gutes Beispiel, weil der nette Herr hat dann gesagt, das kann ja nicht sein, dass dieser Hobbyfahrer, der bei Strava nur 5000 Kilometer im Jahr trainiert, den Emanuel Buchmann schlägt. Ja. Und da habe ich so einen Lachkrampf gekriegt. Das war das allererste Mal, wo ich über so einen Kommentar lachen konnte, weil ich nämlich bis zu diesem Kommentar nicht alles auf Strava gepostet habe, sondern nur das, was mir denn persönlich gefallen hat, eine Leistung, wo ich gesagt habe, ah, es war ein geiles Training. Da habe ich dann geguckt, okay, habe ein Komma erreicht, poste mal, alles andere privat. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, aus dem Grund, okay, komm, schalten wir mal alles von privat um auf sichtbar, dass die Leute das dann auch sehen, dass ich einfach über 20.000 Kilometer im Jahr fahre und so, keine Ahnung, was es letztes Jahr waren, 350 bis 400.000 Höhenmeter irgendwo da. Und das schon seit, keine Ahnung, 18 Jahren. Und wenn du das seit 18 Jahren in dem Umfang machst und du bist dann nicht dort, wo ich jetzt bin, dann wäre es besser, du gibst dein Fahrrad zu eBay. Okay. Kannst du dann an der Stelle zumindest den Leuten, die zuschauen, sagen, macht euch keinen Kopf, der Notegger ist sauber? Ist das von dir ein Statement? Ja, okay. Ganz klar. Weil man sieht es auch, man kann es sogar auf Strava, kann das jeder einsehen, dass die Daten reichen, glaube ich, zurück bis 14. Vorher habe ich das nicht gemacht. Dass die Leistung immer genau die gleiche ist. Die wird nicht mehr besser. Das ist einfach jetzt, ich habe von 14 bis jetzt nochmals in Summe 8 bis 9 Kilo weggemacht. Und das ist eklatant. Man sieht das auch letztes Jahr. Ich habe den berühmten Com in Gran Canaria diesen Frühling zurückgeholt von Daniel Geismeier, der ein sehr guter Mountainbiker ist und ein guter Freund von mir. Und der hat sich dafür gerecht, dass ich ihm hier einen in Vorarlberg weggenommen habe. Und da war die Leistung 2 Watt weniger wie letztes Jahr. Aber ich war in Summe, glaube ich, 23 Sekunden schneller. Und der Unterschied sind einfach 4,5 Kilo Körpergewicht plus 1 Kilogramm Rad. Okay, darauf würde ich gerne nachher nochmal mit deiner Nome Sports Food zu sprechen kommen. Da habe ich auch ein ganz schönes Video von dir gesehen, wie du quasi, ja, ich will nicht sagen Diät, aber wie du die Ernährung vorstellst. Okay, gut. Ich habe mit dem Stefan Kirchmeier vor ein, zwei Wochen... Darf ich noch eines sagen? Logisch, klar. Nur zu dem Thema Doping möchte ich noch eines sagen, was viele Menschen vergessen, die mich ja nicht kennen, sondern die mich nur von den Ergebnissen kennen und denken, okay, der muss gedopt sein. Soll sich jeder mal vor Augen führen, dass wenn ich dopen würde für ein Rennen und die mich erwischen, weil man ja heutzutage auch bei jedem Radmarathon damit rechnen muss, dass kontrolliert wird, wie schon beim Ötzi und beim Glocknerkönig kontrolliert wurde, dass dann meine zwei Firmen, Norm Training und Norm Sports Food, bankrott sind und ich kein Einkommen mehr habe. Dann kann ich mir ein schönes Leben in Gran Canaria abschminken, kann wieder zurückziehen nach Österreich und hier irgendwo ins Büro sitzen. Das heißt, ich würde, wenn ich das machen würde, mehr riskieren wie jeder andere, der irgendwo bei einer Firma sitzt, einen 70% Job hat. Wenn der gedopt ist, schmeißt ihn seine Firma nicht raus. Der macht dann halt noch weiter seinen Job und sein Leben verändert sich kaum. Bei mir ist alles weg. Das kann ich durchaus nachvollziehen, den Punkt. So ein paar sagen natürlich, dass dann die Unterstellende ja auch, dass du deswegen vielleicht beim Ötzi quasi nicht gefinisht bist. Aber das würde jetzt... Das war der allerbeste Witz des Jahrhunderts, weil ich wusste natürlich genauso wie niemand anderer, dass im Ziel kontrolliert wird. Aber ich bin, da ich das ja aus der Elite-Zeit noch kenne, bin ich ja ins Ziel gefahren, was ja auch muss, du kannst kein abzweigen. Und ich habe mich dann bei der NADA auch abgemeldet. Ich habe gesagt, ich bin der Matthias Notecker, ich habe nicht offiziell gefinisht, darf ich gehen? Und dann haben die gesagt, Matthias, hau ab, geh duschen. Und dann bin ich duschen gegangen. Okay. Du, ich habe bei Instagram gestern einfach mal die User gefragt, was würdest du gerne von Matthias Notegger wissen? Und da habe ich jetzt so 3, 4 Fragen. Darf ich dir die mal stellen? Ja, her damit. Ich weiß, den Namen kann ich nicht aussprechen. Ist irgendwie so ein Fantasiename. Wie bekommt man als Unternehmer, / Trainer und Ernährungsexperte
noch so das Training hin, dass der übermenschliche Output rauskommt. Also wie kriegst du sozusagen als Unternehmer und Trainer ja noch so das Training quasi auf die Kette, dass du diese Leistung vollbringst? Ja, das überschneidet sich mit dem vorderen Training Doping. Da muss man mal meine Lebenseinstellung kennenlernen. Mhm. Meine Lebenseinstellung ist die, ich mache nur so viel, dass ich noch Zeit habe zum Trainieren. Mhm. Mein Unternehmen Norm Training hat so viele Athleten, dass ich das, sagen wir mal, angenehm managen kann. Ich nehme seit 3 Jahren, habe ich jetzt einen offiziellen Aufnahmestopp. Das heißt, ich habe nur noch Athleten dazugenommen, die ich entweder schon sehr gut kenne oder Freunde von Athleten sind, die ich trainiere und es gerade reinpasst hat. Zum Beispiel den Alban Lakata konnte ich ja letztes Jahr zum 3. WM-Titel führen. Mhm. Den habe ich natürlich genommen, weil er der Alban Lakata ist. Das ist natürlich klar, aber offiziell nehme ich niemanden mehr. Aus dem einen Grund, dass die Qualität meines Jobs nicht abnimmt und dass ich sagen kann, es ist 10 Uhr Vormittag, ich gehe jetzt trainieren. Wie viele Stunden trainierst du die Woche circa? Sind es 20 oder? Ja, das sind 16 bis 25. Okay. 16 sind es dann, wenn es richtig hart wird. Ja. 25 sind es dann, wenn ich Umfang mache. Aber Es ist so bei mir, David, um 10 Uhr stehe ich im Büro auf und ich gehe. Und dann komme ich, dann trainiere ich 3-4 Stunden, vielleicht mal 5. Dann komme ich nach Hause, dann esse ich was, dann dusche ich und dann lege ich mich eine Stunde ins Bett. Und das Büro muss warten. Und dann mache ich am Abend nochmal Büro. Ja. Ich könnte viel mehr Geld verdienen, ich könnte viel mehr machen, aber mir ist Radfahren so wichtig. Ich bin weggezogen von Österreich, weil mir das Radfahren so wichtig ist. Mhm. Das ist meine Grundeinstellung. Und ich habe Gott sei Dank eine super Frau und super Angestellte, die sich so um das ganze Zeug kümmert, was keiner machen will, wie Buchhaltung, Rechnung, Steuer. Ja. Das ganze Sportsfood-Bestellungen und so weiter. Das heißt, ich mache wirklich nur die Kommunikation mit meinen Athleten, die Leistungstests und mehr mache ich nicht. Wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile? Nur die Carmen und mich. Okay. Ja, dann haben wir noch einen Versandmitarbeiter, 2 Stück. Genau. Okay. Das war's. Kante, mein Spätzle fragt: Mich würde die Ernährung während der Belastung interessieren. Was, wann, wie viel und träumst du während der Fahrt auch von Äpfeln? Wie er immer, wenn er quasi unterzuckert ist, träumt er von Äpfeln. Ja, das, also unterzuckert bei der Fahrt sollte das nie sein, weil dann ist das ganze Training Müll, dann kannst du es wegwerfen. Zeitverschwendung. Ja. Ich persönlich träume von Bratwürsten, weil ich bin mehr so der Wursttyp, also der Deftige, und nicht von Äpfeln. Äpfel sind so die Sachen, die ich esse, wenn ich nicht essen sollte. Mhm. Eine gute Ernährung im Training oder während dem Wettkampf zielt darauf hin, dass du eigentlich nie in diesen Bereich reinkommst. Das heißt, du musst eigentlich relativ viel zuführen. Und das ist eine einfache Regel. Mhm. Das ist circa 1 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Okay. Aber im Training forderst du deinen Körper wahrscheinlich schon, oder? Da gibst du ihm vielleicht sogar weniger, als er will? Nein. Nee. Aus dem einen Grund nicht, weil wenn ich ihm weniger gebe, wie er will, dann hat er das, einfach gesagt, einen Angstzustand, fährt den Stoffwechsel runter, dass er nicht in eine Schuld reinläuft und das will ich nicht. Man kann das Gewicht nur so stark reduzieren, wie ich es jetzt reduziert habe, wenn der Stoffwechsel wirklich super gut läuft. Das heißt, das Kraftwerk verbrennt die ganze Zeit volle Kanne. Und darum halte ich den auch immer am Brennen. Das heißt, wenn ich jetzt ein 3-Stunden-Training mit Intervallen fahre, dann führe ich dort 1000 Kilokalorien zu. Okay. Und das muss man sich mal vor Augen führen, das ist dann schon deftig viel. Ja, weil wenn ich mit so ein paar ambitionierten Jungs hier in München unterwegs bin, dann stelle ich immer fest, dass die keine Riegel in der Tasche haben. Oder ähnliches. Das heißt, die fahren da 2-3 Stunden mit mir rum und die essen im Prinzip nichts. Da muss man dann einmal. Das Gute ist, dass ich sehr, sehr viel Zeit vom Jahr mit Profis verbringe beim Training. Mhm. Und dann muss man mal die Trikottaschen dort anschauen. Entweder ist gut Geld drinnen, dass man irgendwo stehen bleiben kann und was kaufen, oder sind gut Riegel, Bananen oder Brote drinnen. Okay. Und da wird während dem Training halt
klar, wenn man jetzt nur 1,5 Stunden locker rollt nach dem Rennen, dann nicht. Aber wenn es jetzt 4-5 Stunden Grundlage sind, dann wird da schon 3 Muffins und 2 Cola gefuttert. Okay. Und bei einem Intervalltraining dann schon explizit mehr auf kürzere Zeit. Okay. Das ist der Grund, dass man den Stoffwechsel einfach gescheit am Laufen hält. Man sollte dann außerhalb oder nach dem Training weniger essen, das heißt abends weniger. Und nicht während dem Training wenig, dann heimkommen, sich eine riesen Portion Spaghetti reinhauen. Das ist genau das Falsche. Okay. Weil dann beginnt er aus Grund von dieser Notsituation während dem Training, bunkert er das nachher, falls wieder so eine Notsituation kommt. Mhm. Okay. Bastian heißt der Leser, ihn würde mal ein Auszug exemplarisch aus deinem Trainingsplan, vielleicht mal eine Max-Woche und eine normale Woche interessieren, in Klammern auf Umfang zum Beispiel bezogen. Kannst du ihm mal so einen Eindruck geben, wie bei dir so eine Maximalwoche, ich weiß selbst nicht, was er damit meint, ausschaut? Ja, ich weiß schon, was er meint. Also Max-Umfang oder Max-Intensität, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich kann für beide so ein schnelles Beispiel geben. Also Max-Intensität ist zum Beispiel, wenn ich mich jetzt auf das Zeitfahren für die Tour de Kärnten vorbereite, dann fahre ich Montag Ruhetag, Dienstag 3 Stunden allerlockerst. Das heißt so ein Durchschnittspuls von 100. Das wird mir, das glauben mir wenig, darum poste ich das so bei Strava, dass es die Leute wirklich sehen. Mittwoch dann ein Training, das dauert nur 90 Minuten. Da fahre ich aber dann 2x20 Minuten mit 183 Puls. Okay. Also wirklich 2x20 Minuten an diesem Punkt, wo ich das Zeitfahren nachher bestreite. Und das Zeitfahren war am Samstag, Sonntag, gell? Das war am Samstag dann. Okay. Aber diese Trainingswoche ist nicht direkt vor der Tour de Kärnten. Diese Trainingswoche findet irgendwann im April statt. Okay. Oder? Ja, nicht vor. Dann Donnerstag Ruhetag, dann Freitag wieder 3 Stunden locker, Samstag wieder das gleiche Training wie Mittwoch, also diese 2x20 und am Sonntag wieder 3 Stunden locker. Das ist jetzt eine wirklich harte Intensitätswoche für ein Zeitplan. Und der Umfangswoche, das ist so wie an Weihnachten, wenn ich mit den Profikumpels fahre, dann fahren wir einfach 5x die Woche 5 Stunden. Flugvoll, okay. Und das sind dann 25 Stunden. Und dann auch wirklich Grundlage, also keine Intensitäten. Ja, mit den Profis ist immer gut. Also für sie ist Grundlage, für mich nicht. Aber das finde ich auch immer, je professioneller, war immer mein Eindruck, je professioneller jemand Radsport betreibt, desto gefühlt disziplinierter hält er sich so an, ja, wenn bei denen Grundlage ist, ist bei denen Grundlage. Während, wenn ich den Hobbyfahrer teilweise sehe, da kommt irgendeiner an dem vorbeigefahren mit einem schickeren Rennrad, dann wird gekesselt und quasi auf nichts mehr Rücksicht genommen. Kannst du das auch so teilen, feststellen? Ja, das ist ganz normal. Also die Profis, die fahren schon, wenn man jetzt Grundlage fährt, dann fährt man schon gezielt locker Grundlage und jeder, der da irgendeinen Move aus der Gruppe macht, der wird dann schon geschimpft. Ja. Und wenn man so losfährt und irgendeiner hätte an dem Tag Programm, dann sagt er sogar, hey Jungs, ich fahre jetzt kurz einen Intervall, dann weiß das jeder. Okay. Weil er nämlich weiß, wenn der jetzt da rausprescht und einen Move macht, dann kriegt er einen auf den Deckel. Mhm. Und das ist schon wesentlich angenehmer, wie wenn man jetzt in einer Hobbygruppe fährt, wo jeder dann am Berg rein attackiert oder hier sich beweisen will und so. Das, ja, genau. Das geht mir auch auf den Sack. Da beweist sich keiner, weil jeder weiß, was der andere kann. Okay. Sag mal, bei der Tour de Kärnten, das fand ich ja, da hast du schon, da warst du sehr dominierend, oder? Ja, das wirkt jetzt nach außen schon sehr, sehr dominierend. Es war jetzt, sagen wir mal so, aus meiner Sicht bin ich weniger dominierend gewesen wie letztes Jahr, weil letztes Jahr hatten ja der Klaus, der dann gewonnen hat vor mir, und ich, wir hatten dann 15 Minuten auf den dritten. Und dieses Jahr waren es nur 12, also waren es 3 weniger. Also war schon mehr Konkurrenz da. Mhm. Und die Dichte vorne war dieses Jahr um ein Stück höher wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren ja der Klaus und ich immer alleine. Ja. Und dieses Jahr waren wir eigentlich immer eine sehr, sehr starke Gruppe, wo ich schon auch schauen musste, dass das klappt. Du hattest ja, die Strasserkas waren ja zum Beispiel da aus Deutschland. Ja,
Ja. War dann diese Deutsche Kinderkrebsstiftung, hatte, glaube ich, ein Team da. Ja. Und du als, ja, als Einzelmann, gell, da musst du schon taktisch vorgehen und dir einen Plan zurechtlegen, dass du natürlich gegen den einen, wenn die halt mit 3, 4 Mann gegen dich fahren, dass du da halt eine Antwort hast. Ja, na klar, na klar. Wobei, es ist halt, ich bin hier rein in die Tour de Kärnten mit 58 Kilo. Aus dem einen Grund, weil ich halt wusste, ich muss dann am Berg schon stark sein, dass ich gegebenenfalls eine flache Attacke noch halt wieder zurückholen kann. Und ich lege mir da vorher schon einen Plan, ich schaue mir die Etappen auch an, ich mache das schon, ich plane mir so ein Rennen schon überprofessionell hin. Ja. Okay. Gut, du, das waren so mein Auszug der Fragen auch von den Usern. Ein paar andere haben wir vorhin schon besprochen. Lass uns doch mal nochmal über Nom Sports Food sprechen. Das finde ich ist auch ein spannendes Thema. Du hast ja einen eigenen Online-Shop. Neben deinem Coaching bietest du auch Produkte für Radsportler an. Wie ich gesehen habe, auf komplett veganer Basis. Ja. Ich nehme an, du bist Veganer. Nein, ich bin absoluter Fleischfresser und das sage ich auch. Der Unterschied oder der Grund dafür ist einfach, dass man das vegane Eiweiß der Körper besser aufnimmt und es keine Abfallprodukte in der Leber gibt. Das heißt, diese ganzen Milch- oder Punch-Eiweiße aus den USA, die belasten die Leber sehr stark und das vegane Eiweiß nicht. Und das war der Grund. Das hat einfach eine höhere biologische Wertigkeit wie Fleischeiweiß, ohne Okay. die Leber zu belasten. Okay. Und erfolgt der Versand an den Endkunden aus Österreich? Ich vermute mal nicht aus Gran Canaria, oder? Na, na, das, also die Produkte werden in Deutschland produziert, im Rheinraum und der Versand erfolgt aus Österreich, na klar, hier aus Okay. Bregenz. Und seid ihr mit der Entwicklung zufrieden oder gibt es noch Luft nach oben? Es gibt Ups. immer Luft nach oben, weil man nie zufrieden, das ist ja der Mensch, aber ich bin äußerst zufrieden. Ja, Okay, ja. okay. Ja gut, Matthias, dann ich gucke mal auf die Uhr, sind es gute 40 Minuten. Hättest du noch irgendein Thema oder bist du wunschlos glücklich? Nein, ich bin wunschlos glücklich. Was ist bei dir so das nächste Highlight sportlicher Natur? Ja, dieses Wochenende den Kaunertaler Gletscherkaiser XXL. Es wird ein sehr hartes Rennen, da war ich letztes Wochenende die Strecke anschauen und da habe ich schon gescheit Respekt davor. Und wen hast du so auf dem Zettel, wer dich da ärgern könnte oder ja, Boah, konkurrenztechnisch? da gibt's eine ganz lange Liste, da werden alle wieder kommen. Da kommt dann oder Daniel Pechtl aus dem Tirol, der Spöger Michael wird dort sein. Ich habe keine Startliste, genau wer am Start ist, aber da werden sicher alle am Start sein, die vorne was mit zum Reden haben. Und ich habe mir die Strecke genau angeschaut und ich weiß, dass es ein wahnsinnig taktisches Rennen werden wird, weil man sonst am Ende eine richtig böse Rechnung bekommt. Und Okay. ja, ich werde wie immer probieren, mein Bestes zu geben. Schauen wir mal, ob es aufgeht oder nicht. Wirst du noch dieses Jahr bei der Tour Transalp an den Start gehen? Nein, dieses Jahr wird das erste Jahr sein. Darum bin ich jetzt ja länger hier, wo ich nicht die Tour Transalp fahre, sondern einfach eine Reihe von anderen Events, um einfach einmal was anderes zu machen, weil nach 6 Jahren Okay. Tour Transalp ist es einfach gut. Okay. Eine letzte Frage. Was war so dein persönliches, das würde mich mal interessieren, dein persönliches Highlight? Was war so das, wenn du 70, 80 Jahre bist, und du blickst zurück auf deine Radsportlerkarriere? Welches Event, welcher Sieg oder welcher Move vielleicht wird dir Stand heute in Erinnerung bleiben? Gibt es da irgendwas? Also ganz sicher bleibt mir in Erinnerung der allererste Fudena-Sieg, weil ich auf den 5 Jahre lang hintrainiert habe Okay. und das sehr viel Schweiß und Tränen gekostet hat, auch mich. Und ganz klar auch der Glockner, weil das war immer ein großer Wunsch von mir, den einmal zu gewinnen. Meinst jetzt den jetzt vor letzte Woche oder? Ja, das ist der einzige, den ich habe, Ja. den ich gewonnen habe. Und ja, das war sensationell.
Es gibt viele, viele, ich erinnere mich gern an viele, viele tolle Sachen. Das allererste Rennen in Gran Canaria, das ich dann gleich gewonnen habe, das war auch super. Ja. Okay, cool. Du, Matthias, passt, sind wir durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das waren jetzt, glaube ich, knapp 45 Minuten gutes Material. Ich würde mich freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal von mir abonniert und einen Daumen hoch da lasst. Und dann werdet ihr in Zukunft weitere ähnliche Interviews mit Größen aus der Radsportszene bei mir sehen. Bis dahin.